Hallöchen. Letztes Mal haben wir den absolut krassen Raub begangen und haben noch ganz viel Zeug dabei. Und zwar, 1200 Euro. Gesperrt. Aber wenn es entsperrt ist. 8 Millionen. Wir müssen unbedingt entsperren üben. Wir müssen Level 14 sein, sind erst 11. Nee, machen wir. Logi. Moment mal, lerne Begutachtung Stufe 2. Könnte ich machen. Easy. Bam. Was ist jetzt? Dagobert ruft an. Hallo? 107 don't like our protection plan. I hope nothing happens to the jewelry in their bedroom. Okay. Was haben wir zu 107 hier stehen? Aha. Sehr gut. Ab 18 beide nicht zu Hause. Nice. Schmuck im Schlafzimmer stehen. 300 Dollar. Lächerlich. Schlafen wir bis 8. Und zack. Auf und dahin. Oh, warte mal. Etwas auffällig. Diet. 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 Perfekt. Okay, okay. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Alles ist im Moment noch gut. Aber da kommt jemand auf unserer Seite. Oh, oh. Warum müssen hier jetzt so viele Leute sein? Automatischer Dremel. Fucking easy, Alter. Unglaublich locker. Give me the fucking money. Handy. Shazam. Alter, wir klauen denen einfach den Senf. Wie frech ist das? Geht nicht. Gegen Menschenrecht darf man halt nicht angehen hier in dem Spiel. Wie sieht denn das Bett aus? Ein Erbstück. Oh, warte mal kurz. Der gewitzte Dieb nimmt noch einen Router mit, zack. Und dann geht's ham. Cool beim, cool beim. Wir haben es komplett easy gemacht. Das ist ein ganz chilliger Rank-S-Auftrag, würde ich mal so behaupten, ne? Mua! Naja, gut. A ist auch in Ordnung. So, Erbstück. Batsch. Schließen. Always remember to break down the jewelry. There's a tool for it in the shop. Yeah! Let's go, my shop! Also, you. Wir brauchen Juwelierwerkzeuge. Bock. Ich hoffe, wir haben noch Geld. Das könnte aber eng werden. Das könnte ganz schön eng werden. Ihr müsst erstmal Geld generieren jetzt. Winnie, Dödel. Okay, 1923. Einbrechen ist angesagt. Ich leg den Schotter mal ab. Gibt es jetzt zufällig noch einen Eintrag? Ja. 560. 400 und 400. Bam, bam, bam. Ein Gemälde stehlen oder zerstören. Und denkt dran, dieses Mal zerstören wir das Gemälde direkt. Ich habe keinen Bock, wieder drangenommen zu werden, nur weil ich das rumtrage. Also die Smiths in der 101. Bumm, haben wir dran. Oh, das sind die Reichen. Ich mache ihnen einfach mal den Strom aus, auch wenn wenn es Tag ist. Zack. Jetzt ist halt die Frage, ob jemand zu Hause ist. Das weiß ich nicht. Sie steht vor dem Gemälde. Willst du mich verarschen? Der Herr des Hauses guckt fern. Ey, jetzt kommt er auch, oder was? Jetzt wechseln die sich ab. Ich muss nachts kommen, die kriege ich nicht geknackt hier, wenn die da sind. Alleine schon, weil sie halt direkt am Gemälde stehen. Scheinbar. Gerne. Oh, was ist das? Kann ich da etwa ein Auto klauen? Wäre ich dabei. Oh, die sind weg. Autodiebstahl. Seid ihr weg? Oh, ich sehe doch da einen Arm. Das ist doch ein Arm. Da hockt jemand da. Jo, klar. Shit. Unauffällig. Wir machen es direkt richtig. So, pass auf. Geschwind auf den Parkplatz. Du machst Lärm. Leck mich doch. Hallo. Pennen. Bis um 2. Soll jetzt aber. Die Tür ist noch offen, oder? Die ist noch offen. Hoffentlich ist sie noch offen. Ja, ist noch offen. Nice. So, zweiter Versuch. Strom ausschalten. Shazam. Quatsch. Und jetzt ist Ruhe. Easy. Easy. Lemon. Bui. Ich bin gerade so ein bisschen ambitioniert. Pass auf, was ich vorhabe. Nachdem ich mir die Fernbedienung gesnackt habe, dankeschön. Oh, geil. So. Obacht. Shit, es passt nicht durch. Es passt nicht durch. Lass die Tür aufmachen. Okay. So. Und jetzt. Jetzt kommt Trick 17. Erstmal rüberschmeißen. Dann aus dem Grundstück heraustreten. Tür zu. Ich bin praktisch unentdeckt. Ah! Und ab dafür. Schön durch die Berge. Was war das hier für eine Ansprache? Komm. D. Lächerlich. Alter, ich wurde nicht entdeckt. Ich habe ultra gut gespielt. Laber kein Appel. Welcome back.
Ja, verkauft. Alter, wenn ich jetzt den kaputt gemacht hätte. $1,900. Wisst ihr, wie krass wir jetzt arbeiten können? Pass mal over. Juwelierswerkzeug. Zack. Fehlt mir eigentlich noch irgendwas? Ein Safeknacker. Den müssten wir uns auch bald mal snacken, ja? So, wir können jetzt diese Kette... warte. Wow, hä? Okay, wir haben das zerlegt. Wir haben jetzt... Also wir nehmen die Steine raus, okay? Das sieht echt cool aus. Das war's. Öffne den Übungstresor bei dir zu Hause. Dann legen wir hier gerade mal... ja gut, das kennen wir ja schon. Oh, ja. 52. Und... Easy. Vinny, was los? An important document has gone missing from Mr. Lombardi's desk. I've got a feeling it's in Greenview 102. Be a good debt slave and check it out for me. Weiter gerne, Vinny. 102, gut. Haben wir dafür schon Infos? Oh, wir können noch was skillen. Ah ja. Ach, guck mal da, Rucksack Stufe 2. Ja klar, natürlich. Also 102, die Johnsons. Da haben wir keine Infos. Und wir haben nicht genug Geld, um welche zu kaufen. Also, müssen wir ran. Schnell wieder Brille für den Kacknito-Modus. Ah. So. Ach, du machst Lärm. Ach Gott, wie tragisch. Hm. Die Leute, oder fährt ein Auto. Ah. Der bricht bestimmt irgendwo ein. Wow, wow. Wir gehen mal vorsichtshalber auf 1 Uhr nachts. Guck mal, wie er da drin chillt. 102, ich komme. Ich glaube, ich gehe von hinten ran. That's what she said. Halt. Okay, wir sind da. 102. Jawohl, wir können hier drüber klettern. Perfekt. Das Fenster ist komplett zu. Das auch. Die sind alle zu, oder was? Oh, shit. Oh, die haben außenliegende automatische Rollläden, die ich nicht betreten kann. Kniffliges Ding. Ich würde sagen, wir machen es so. Wir knacken das hier mal auf. Und dann... Ich muss an die Haustür, oder was? Ich muss zwingend an die Haustür. Okay. Oh, Schlüssel zur Eingangstür 102. Ich kann hier nur mit dem Schlüssel rein. Kann ich die Garage vielleicht knacken? Alter, was für eine Festung. Ey, wir müssen, glaube ich, erst noch die Infos zu dem Haus holen, ne? Vielleicht gibt es da irgendwie eine Info von wegen, der legt den Schlüssel nachts immer irgendwie in seinen Anus. Wir können ja maximal Kopfhörer und einen USB-Stick klauen, das war's. Das USB-Teil und die Kamera werden jetzt nicht reichen. Ich gehe jetzt hier ran. Ey, die sind ja genauso eingesperrt. Was wohnen denn hier für krass paranoide Leute? Da haben die jetzt ja auch aufgestockt, oder was? Die haben alle echt Angst, dass eingebrochen wird. Das gibt's doch gar nicht. Es gibt keine Möglichkeit für den rechtschaffenden Dieb, sich hier mal was zu holen. Das ist frech. So geht die Welt zugrunde. Ich muss vielleicht auch Leute großziehen. Irgendwo. Aha, sehr gut. Die haben normale Fenster. Verlierer. Was ist das? Ach geil, noch mehr Kopfhörer. Ich mach jetzt ganz vorsichtig hier auf. Der Glasschneider war auch so geil. Das muss ich doch nicht im Ernst auch nochmal Glasschneider. Nee. Wir gehen hier rein. So. Und klauen dem Kind hier alle Spielzeuge. Ich muss halt voll leise sein. Eine Festplatte. Ja, geil. Zwei Festplatten. Nice. Was hat der junge Mann da wohl drauf auf seinen Festplatten? Da ist ein Fernseher drin. Er hat einfach einen Fernseher in seinem Kinderzimmer. Versteckt. Schuhe. Wow. Ich nehme den Router noch mit. So. FBI, open up! Was war mit ihm los? Voll verstrahlt. Ich stehe vor ihm in seinem eigenen Haus und er... Hallo? Ja, ist mir egal, die Wertung. Ich brauche Geld. Wir brauchen Geld, um die Infos halt zu kaufen, wisst ihr? So, haben wir genug Geld? Also wir haben jetzt... So, wir brauchen für die 100... Oh, kann man hier keine Infos für die 100 irgendwas kaufen? Für die 101? Ist aber schlecht. Ich werde mich jetzt nochmal mit der Eingangstür versuchen, ob da was... Perfekt, das habe ich mir gerade mal gemerkt, ihr Säcke. Es ist 1.25 Uhr. Ab nach Hause. Ich meine, ab nicht nach Hause. Okay. Sehr merkwürdige Gewohnheiten. Moment. Dann machen wir jetzt halt Tag. Weil da haben die Dinger ja bestimmt offen, die Fenster. Beziehungsweise halt diese, ne? Ihr wisst schon. Da sind sie zwar zu Hause. Eben kamen sie heim. Warte mal, eben erst. Und guck mal, die sind schon offen. Obwohl sie gar nicht zu Hause waren. Ja, warte mal. Die müssen nicht zu Hause sein, um die Dinger zu öffnen. Das heißt, wenn ich um 9 ankomme, sind die Dinger vielleicht schon offen und die sind noch weg. Komm, wir gehen um 8 hin. So, Raffinesse hoch 10. Ja, okay, nice. Das ist ja richtig nice. Da gehen wir von hinten ran. Also ich hoffe, dass die jetzt auch immer noch nicht zu Hause sind. Hallo?
Die sind da, die Schweine. Egal, vielleicht sind sie ja nicht in der Nähe. Oh, warte, das... Oh, hallo. Kommt er jetzt her? Okay, etwas tricky gerade. Oh shit, die Alte hat mich gesehen. Da ist das Bad. Sehr schöne Badewanne. Ich glaube, die müssen wir kaputt schlagen. Da ist die Garage. Ja, da ist die Tür zu. Wir gehen in die Garage rein. Da ist nämlich jetzt die einzige geschlossene Tür zum restlichen Haus. Ganz ruhig, ganz ruhig. Achso, kann man ja auch ein Auto klauen? Nee. Die lassen den Haustürschlüssel in der Garage. Hat der Blade? Dann gehen wir easy nachts rein. Ihr seid so blöd. Ihr habt alle Türen offen, bis auf die eine. Und da ist euer Schlüssel versteckt. Lächerlich. Also das ist wirklich krass. Die Leute sind einfach blöd. Die in der 102 sind blöd. Ach gut. Ey, Wolfgang. Die sind sau blöd, oder? Die sind doch blöd. Mensch, dann ach, dass die komplett blöd sind. Wow. Erika. Ja, keiner versteht Spaß. Manchmal hasse ich die Leute hier in Greenview. Willi, Bob. Bilbon. Ich will nicht nur ihren Scheiß klauen, ich will auch mal ein bisschen Stimmung machen. Und dann sowas. Wenn ich jetzt schnell genug da bin, kann ich den Hausbesitzern, bevor sie sich entmaterialisieren, sagen, dass ich gleich ihren Kram klaue. Ich warte einfach mal auf sie, die müssten gleich rauskommen. Ja. Das sind die zwei! What the fuck? Also, Festnetz, klar, so ein Festnetz nehmen wir mit. Hat auch fast keiner mehr heutzutage, ist wahrscheinlich einiges wert. Geld, gönn ich mir. Ja, Smartphone. Locker flocker, Alter. Noch mehr Geld. Easy. Alter, wenn die beide wieder heimkommen. Ich wusste es, der Mann vorher, der will klauen. Ich wusste es. Erika, halt die Fresse. Ich glaube, die Xbox hatte, wie absolut assi ist das. Alter, wenn ich wirklich ein Dieb wäre, ich würde nie im Leben jemandem die Konsole klauen, Alter. Nie. Auch nicht den PC. Ja, gut. PC habe ich hier jetzt halt schon geklaut, ne? Das lässt mich jetzt irgendwie unglaubwürdig erscheinen, wenn ich es sagen würde. Naja, komm, knack mal die Geschichte. Das erste mache ich einfach schnell, 35, bumm. Fuck. Das erste mache ich einfach schnell, 35. 9, oh, ich habe noch angehalten, 19 und... Ja! Schön langsam aufmachen. Wir brauchen die Dokumente. Die Dokumente brauchen wir. Wir brauchen das Geld und eine Vase. Die, wie viel wert ist? Ah, die müssen wir erst schätzen, oder was? Okay, ich glaube, die müssen wir erst schätzen. Habt ihr vielleicht noch irgendwo krassen Stuff, den ich verhökern kann? Ja, oder? Ein Dildo. Die Katze trägt eine ganzkörperschwarze Maske, ne? Guck mal. Brechen wir jetzt aus? Ja. Das hat keiner gemerkt. Wir sind rein, wir sind raus. Wir haben sogar deren Hausschlüssel. Den haben wir jetzt, ich nehme an, für immer. Das heißt... Kätzchen, hallo. Das heißt, wir können jederzeit bei denen reingehen, das Klo benutzen. Geil. Und jedes Mal ging es einen Riesenstress, weil ich nicht spülen werde. Übrigens, trage es! Das haben wir wirklich assi gut gemacht. Wir haben sogar die Vase gesnackt. 150 XP. Die hat 150 XP gebracht. Ich hätte die nicht genommen, weil ich dachte, weil eine Vase halt, ne? Hallo? Alter, haben wir zwei Level eben gemacht? Wir sind Level 14! Wow!